was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich weiß, wir haben uns übertrieben lang nicht mehr gesehen. Es ist wirklich schon ein Weilchen her. Beziehungsweise, klar, ihr habt vorgestern wahrscheinlich den Kurzfilm gesehen. Aber faktisch ist es kein Joke, aber es ist anderthalb Monate her, dass ich das letzte Mal ein YouTube-Video aufgenommen habe. Obwohl nur ein halber Monat kein Video kam, das lag daran, dass ich eine Menge vorproduziert hatte. Das heißt, diese kurzen Haare habe ich wirklich jetzt schon seit anderthalb Monaten knapp. Obwohl das Video für euch natürlich noch gar nicht so lange her ist. Aber krass, dass es so viele angesehen haben. Ich finde es echt krass. Deswegen, dieses Video wollte ich gerade noch mal kurz mir und meinen Haaren widmen. Also im Thumbnail müsst ihr denken, dass ich jetzt zu einem übertriebenen Psychopathen geworden bin. Durch meine kurzen Haare. Ja, aber das stimmt nicht, Leute. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich war schon früher ein Psychopath. Das heißt, für mich ist das gar nichts mehr Neues. Natürlich war ich jetzt kein Psychopath auf so eine Art, dass ich irgendwie Menschen verfolge oder stalke oder sowas. Ich war eher so die Art von Psychopath, der den Menschen so richtig brutal aufs Leben genommen hat. Durch meine Haare hat sich wirklich ein Teil meines Lebens verändert. Ich will euch kurz mal vom ersten Tag erzählen, als ich diese ganz kurzen Haare hatte. Mittlerweile sind die ja wieder ein Stückchen länger geworden, wie man hier sehen kann. Ganz am Anfang sahen die aber so aus, wie ihr auch bei meinem Haarstein-Video verfolgen konntet. Und an dem Tag war ich noch im Kino. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da wirklich auf sehr, sehr gemischte Gefühle getroffen bin. Ich habe im Grunde zwei Emotionen in menschlichen Gesichtsausdrücken deutlicher gesehen, als das früher der Fall war. Und zwar zum ersten Mal war das Furcht. Ohne Joke, ich bin in so ein KFC reingegangen und wollte ganz normal was kaufen. Bei KFC ist es sonst so, die Mitarbeiter sind gestresst oder haben irgendwie, ich weiß nicht, die sind auf jeden Fall meistens unfreundlich. Also ich bin nicht oft bei KFC, aber es ist halt in den meisten Läden, so wo es schnell gehen muss, sind die eher so ein bisschen hektisch und halt ein bisschen unfreundlich. Und dann war ich jedenfalls bei einem so einem Typen, der hat mich angeschaut und ich bin ihm entgegengetreten mit diesen richtig kurzen Haaren. Und irgendwie war es so, er hat kurz gefragt, mitnehmen irgendwas, ich habe gesagt, ja gerne mitnehmen. Er hat mir das auf so ein Tablett getan und ich schwöre euch, Leute, ich habe richtig freundlich gesagt, so nee, ich wollte es ja zum Mitnehmen. Weil Leute, also ihr kennt mich ja, ich würde nicht einfach aggressiv werden, sonst irgendwas. Und der Typ direkt, er kriegt richtig Angst, er ist älter gewesen, er kriegt richtig Angst, guckt mich so an und sagt, entschuldigen Sie, Sir, er hat Sir gesagt. Ich wurde noch nie in Deutschland mit Sir angesprochen. Er hat gesagt, entschuldigen Sie, Sir, ich mach's Ihnen sofort. Und ich dachte so, Alter, warum? Und da ist im Nachhinein ist mir klar geworden, dass ich glaube, dass er dachte, ich bin Nazi. Also das ist nicht safe, dass er dachte, ich bin Nazi, vielleicht eher so ein radikaler Typ. Aber wirklich mit diesen kurzen Haaren in meinem Alter, das ist halt keine normale gängige Frisur. Das kann man meinem Gesicht ja ansehen, dass ich noch jünger bin. Das heißt, nicht jeder, der eine Glatze hat, ist gleich ein Nazi oder so. Aber irgendwie, als ich da so aufgetreten bin, ich habe bei vielen Menschen gemerkt, dass sie mich richtig verurteilen angeschaut haben. Das war die erste Emotion. Es gab noch einen Gesichtsausdruck, den ich ganz oft gesehen habe. Und das waren richtig, richtig mitleidige Blicke. Das ist nämlich die zweite Art, wie ich offensichtlich aussah, wenn ich nicht gerade der Nazi war. Da ich wohl aussehe, jemand, der gerade Krebs hat oder hatte und eine Chemotherapie gemacht hat, wo er dann bei ganz vielen Menschen die Haare ausfallen. Und ich glaube, dass ich viele Menschen daran erinnert habe, denn es gab wirklich Leute, die haben in der Bahn die ganze Zeit zu mir geguckt und immer haben die richtig, immer wenn dieser Gesichtsausdruck sich getroffen hat, haben die so richtig bedrückt auf den Boden geschaut und so richtig mich so mit traurigen Blicken angeguckt. Und ich dachte, Leute, ich bin voll glücklich, mir geht's gut. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, krass, für Leute, die wirklich kurze Haare haben müssen, weil ihnen die Haare ausgefallen sind, sonst irgendwas. Das ist krass, dass diese Leute dann direkt so anders angeschaut werden. Also für mich war das sehr, sehr spannend zu sehen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich glaube, das ist alles, woran man sich sehr schnell gewöhnen kann, weil ich habe mich auch extrem schnell dran gewöhnt. Und es war jetzt auch nicht überall der Fall. Also meine Freunde, Familie, alle haben mich natürlich genauso behandelt wie vorher auch. Ist ja ganz ehrlich, Leute, ich finde die Frisur sogar unfassbar geil. Ich habe das schon mal gesagt, es ist erstmal das Geilste, morgens aufzustehen. Und nicht der erste Gedanke ist, oh mein Gott, wie ist gerade meine Frisur, weil die ist eh immer gleich. Es ist immer gleich. Ich habe keine Schokoseite mehr. Ich sehe von rechts genauso aus wie von links. Und vorne ist es gleich. Ich muss mir nicht mehr die Haare föhnen. Das ist bei mir früher immer wirklich so 5 Minuten lang immer mit dem Kamm und Föhn. Das fällt komplett weg. Gibt's bei mir. Gibt's einfach nicht mehr. Außerdem, Leute, war es mega cool für unseren neuen Kurzfilm. Wer den noch nicht gesehen hat, muss sich den unbedingt anschauen. Den haben wir vorgestern hochgeladen. Es ist wirklich eine große Bitte von mir, den einmal anzugucken, weil da einfach so viel Aufwand drin gesteckt hat. Jedenfalls für den Kurzfilm, da habe ich eine Rolle gespielt, die ich sonst eben noch nicht gespielt hatte, und zwar Liam. Und es war perfekt, wenn man eine neue Rolle spielt, einfach sich optisch zu verändern. Deswegen hat mir diese Glatze oder diese Halbglatze, dieses bisschen, hat mir wirklich sehr, sehr gut dabei geholfen, einfach in eine andere Rolle reinzufinden. Weil ich einfach eine ganz andere Person direkt war. Das Witzigste aber, Leute, war, wenn ihr mich auf der Straße draußen erkannt habt, also irgendwelche Zuschauer, vielleicht guckt ihr gerade zu, und immer so diese unsicheren Blicke, bist du Jonas? Und so, ja, das bin ich. War eben alles, bevor ich das Video hochgeladen habe, dass ich mir die Haare schneide. Wie gesagt, ich hatte schon 3 Wochen lang kurze Haare, bis ich das Video hochgeladen habe. Und ohne Scheiß, so viele Leute waren sich so unsicher und alles. Und dann immer so, ist es okay, wenn ich das dann mache, das Bild? Oder, ja, ey, ich bin immer noch der gleiche Mensch, alles gut, du kannst mich, alles in Ordnung. Das war wirklich so die besten Erlebnisse mit den Zuschauern. Aber Leute, wisst ihr, was eine richtige Katastrophe war? In dieser Zeit habe ich verschiedene Drehs gehabt, wo es auch Anschlüsse gab, also wo ich im Vorhinein lange Haare hatte und jetzt plötzlich kurze. Und dann musste ich für die Szenen immer eine Cap tragen, was voll komisch war und bescheuert, da habe ich auch nicht dran gedacht. Aber ja, es ist ja klar, ich meine, ich kann nicht in einer Szene lange Haare haben und in der nächsten dann plötzlich kurze. Deswegen muss man sich immer mit Caps helfen. Einfach easy so drüber ziehen, okay, hier kann man es durchsehen, aber man muss einfach irgendwie die so anziehen und dann hat es immer funktioniert, auch wenn ich überhaupt nicht der Cap-Typ bin. Leute, ihr müsst übrigens mal abstimmen, ob ich jetzt älter oder jünger aussehe. Ihr könnt es hier irgendwo gerade abstimmen. Es gibt voll viele Leute, die haben gesagt, ich sehe älter aus und es gibt voll viele Leute, die haben gesagt, ich sehe dadurch jünger aus. Mich würde mal voll interessieren, was ihr denkt, stimmt auf jeden Fall gerne mal ab. Ansonsten wollte ich gerade ganz kurz noch eine Sache sagen. Ab jetzt geht's wieder richtig los. Ich hatte mega, mega fette
Projekte im Mai. Also wirklich, ich habe an richtig viel gearbeitet. Erstmal der Kurzfilm, sowas kostet unfassbar viel Zeit und dann parallel noch Videos machen, ist nicht so einfach. Dann habe ich noch ein fettes Ding, das kommt am 1. Juli raus. Also auch den 1. Juli schon mal merken. Und dann ist es so, dass ich gerade an einem neuen Buch arbeite. Es wird ein mega Projekt, eine mega Überraschung, was das wird. Das kommt erst im September. Es gibt momentan auch so viele Projekte, an denen ich arbeite. Das ist auch ganz cool, weil ich halt da nicht nur YouTube mache. Das könnt ihr übrigens auch alles bei Instagram bei mir verfolgen. Wenn ihr da noch nicht folgt, kann das gerne tun. Aber ich wollte einfach nur kurz sagen, ab jetzt kommt wieder regelmäßig, weil ich habe allen versprochen, im Sommer geht es wieder richtig los und jetzt ist Sommer. Ich bin jetzt so ein bisschen der Michael Scofield von YouTube. Ein Spaß, das haben wirklich mal welche gesagt. Ich sehe so, guck mal hier dieses Vergleichsbild mal. Ich sehe nicht 1:1 aus, vor allem, wenn ich gerade, wie ich so scheiße rede. Aber Michael Scofield ist einfach bester Mann, wer Prison Break kennt, der weiß es. Und damit verglichen zu werden, das war eine große Ehre. Leute, das war's von mir. Ich bin Jonas und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.